Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video auf dem Kanal Bens Fußball TV. Wie ihr schon sehen könnt, sind wir hier im Train Simulator 2022 und wie ich vor den Ferien angekündigt habe, wird ja das ein oder andere Video mal kommen, was nicht zum Thema Fußball passt. Und so ist es heute. Ich habe mal ein bisschen in meine Spieleliste geguckt, was ich da alles noch so für Spiele habe. Und dann habe ich mich für den Train Simulator 2022 entschieden und für dieses Add-on und für diese Strecke. Ja, wer dieses Game nicht kennt, der Train Simulator ist eine Simulation, wo man halt Eisenbahn fahren kann. Und das ist halt eine Simulation, die sehr an die Realität angelehnt ist. Und darum macht es auch einfach Spaß, diesen Simulator zu fahren. Ich kann ihn euch sehr empfehlen. Link, ein Kauflink in der Videobeschreibung, einfach raufklicken und kaufen. Also ich empfehle es euch wirklich sehr. Es macht sehr Spaß, weil es halt wirklich realistisch ist. Zum Beispiel halt die Züge sind realistisch, die Strecken, die Karten bzw. Städte, also alles Mögliche ist da realistisch. Auch ganz viele Einzelheiten sind da mit bei, auf die können wir während der Fahrt dann auch nochmal genauer achten. Und ja, jetzt zur Strecke, die wir heute fahren werden. Wir werden heute auf dem Add-on Riesa Dresden unterwegs sein und werden auf diesem Add-on die S-Bahn Dresden fahren, die S-Bahn-Linie S1 von Goswig bis Dresden Hauptbahnhof. Mit dieser Doppelstock-Regionalbahn mit der Lok Baureihe 101. Für die habe ich mich heute entschieden, für diese Baureihe. Und für die Leute, die sich jetzt wundern, die es so nicht kennen, in Dresden ist es tatsächlich normal, dass da die Züge verkehren, die auch ganz normal im Regional- und Fernverkehr fahren. Ja, das ist so in Dresden, nicht so wie in anderen Städten, dass da besondere S-Bahn-Züge gibt. Nee, in Dresden fahren tatsächlich die ganz normalen Regional- und Fernverkehrszüge, ganz normal die in Rot und ja, genau die gleichen Züge halt. Und ja, das ist halt das Besondere in Dresden. Also ja, die S-Bahn ist halt genauso wie die Regionalbahn, nur halt mit mehr Haltepunkten, so ist das in Dresden. Und ja, das Einzige, was anders ist im Gegensatz zum Regional- und Fernverkehr, ist halt, dass hier ganz klein raufgeklatscht wurde S-Bahn Dresden. Man kann es jetzt irgendwie nicht komplett erkennen, keine Ahnung warum. Irgendein Texturfehler wahrscheinlich, ja, hier fehlt jetzt das S-Bahn-Logo, aber egal, auf jeden Fall ist der halt der einzigste Unterschied S-Bahn Dresden und dass hier drauf steht, dass die DB im Partner mit der VVO zusammenarbeiten quasi. Ja, das ist unser Zug heute. Dieser wunderschöne Doppelstockzug mit der Baureihe 101 vorne dran. Und ja, wir stehen hier jetzt am Bahnhof Goswig auf Gleis 3. Wir fahren die, wie gesagt, die S1 nach Schöner, also Richtung Schöner. Wir fahren aber nur bis zum Hauptbahnhof nach Dresden. Da werden wir dann von einem Kollege abgelöst. Und ja, hier kann man auch sehen, Goswig, Dresden befinden wir uns aktuell. Ich würde sagen, wir setzen uns jetzt auf Fahrgäste einsteigen können. Ich würde jetzt mal gerne die Seite. Ja, jetzt. Jetzt können wir auch rausgucken. Ja, wegen der Kurve können wir es nicht so richtig sehen. So, hier, wir kriegen eine kleine Unpünktlichkeitsstrafe, weil wir, ja, ein bisschen zu spät dran sind. Um genau zu sein, haben wir 6 Minuten bis jetzt schon Verspätung. Ja, und dann können wir eigentlich auch schon abfahren mit, ja, jetzt 7 Minuten Verspätung. Vorher können wir uns ja nochmal ganz kurz den wunderschönen Zug hier angucken. Hinten mit dem Steuerwagen dran. Aber wir fahren heute in der Lok. Ich glaube, wenn ich jetzt richtig liege, fahren wir mit der falschen Wagenreihenfolge. Aber so.
War ein bisschen ruckartig. Ihr habt es gehört, Sifa. So, und so langsam sollten wir dann jetzt bremsen, da wir auch gleich in den Bahnhof reinfahren. In den Bahnhof Radebeul-Tietjevik. So, nochmal Sifa drücken hier. Da steht auch schon unser Kollege, der in richtiger Wagenreihenfolge fährt. Und so halten wir relativ perfekt, aber auch sehr knapp. So, und dann öffnen wir mal die Türen. Hier in Radebeul-Tietjevik. Gucken wir mal nach draußen. So, gleich werden die Türen geschlossen. 15:09 haben wir aktuell. Jetzt leider schon 8 Minuten hier verspätet. Hier der Kollege, der fährt nach Meißen-Triebitztal mit der S1. Wer sieht den Unterschied? Wir haben etwas kleinere, schmalere Türen. Er hat hier etwas größere Türen dran an seinen Waggons. Finde ich persönlich besser, weil da mehr Leute gleichzeitig ein- und aussteigen können. Und jetzt geht es auch schon weiter. Wir müssen losfahren. Und dann halten wir in Kürze dann Radebeul, Kötschenbröder. Und da die Aufnahme gerade dummerweise pausiert war, muss ich es nochmal sagen. Ansagen sind nicht mitgeliefert, aber die können wir natürlich ganz einfach selber machen. So, wir dürfen auch eigentlich die ganze Strecke rüber 120 km/h fahren. Maximal. Aber wir werden wahrscheinlich nicht mal so hoch kommen, weil wir dann direkt gleich schon wieder bremsen müssen. So, und jetzt mache ich mal die Ansage. So, meine Fahrgäste, wir halten in Kürze in Radebeul-Kötschenbröder Gleis 2. So. Und dann würde ich sagen, halten wir auch schon wieder so langsam. So, jetzt die Bremse mal doch ein bisschen doller hier anziehen, weil, ja, es ist ganz schön knapp gebaut hier, die Bahnhöfe. Hier halten wir jetzt, glaube ich, nicht perfekt, nee. Ah, komm, halt an, perfekt. So, Türen sind offen. Wir gehen mal kurz gucken, ob es passt. Ja, gerade so. Bei uns ist ja eigentlich egal, ob die Lok richtig im Bahnhof steht. Hauptsache, die Fahrgäste können einsteigen. Und das können sie in dem Falle. Prima. So, wir steigen mal wieder ein. Lösen schon mal die Bremse und wir können jetzt abfahren. Und machen das jetzt auch. Nur der Zug müsste jetzt mal losfahren und jetzt tut das auch. Hat ein bisschen gedauert, bis die Bremse sich gelöst hat. Wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit, uns heute den ganzen Zug hier so anzugucken, weil ich gleich noch einen Livestream geplant habe. Bis dahin habe ich jetzt noch 35 Minuten knapp Zeit bis zum Start. So, was ist denn unser nächster Halt? So, zwischenspeichern. So, meine lieben Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Radebeul-Weintraube auf Gleis 2.
kurz einen Screenshot machen fürs Thumbnail. So, so. Ich drücke hier die ganze Zeit, was ich gar nicht will. Wir haben es tatsächlich mal auf die Höchstgeschwindigkeit, die wir fahren dürfen, geschafft. Also fast 117 fahren wir, aber ist ja fast. So, und dann bremsen wir auch so langsam mal wieder. Diesmal ein bisschen früher, etwas doller. Will ungefähr mit 60 km/h in den Bahnhof hineinfahren. Und es wurde schon wieder nichts. Müssen wir doch schon wieder etwas doller jetzt. Und ungemütlicher auf die Bremse einmal raufdrücken. Ja, Bahnhöfe wirklich ziemlich knapp zum Halten. So. Und die Türen werden geöffnet. Hier in Radebeul-Weintraube. Immer die falsche Seite, die ich hier wähle. Das ist die richtige. Wir fahren übrigens im Bezirk, ach Quatsch, im Bundesland natürlich Sachsen. Hier sind wir auch in den Landesbühnen Sachsen in Radebeul-Weintraube. So, vielleicht hier nochmal ein Bild fürs Thumbnail machen wir vielleicht auch nochmal ganz schick. Boah, ja, das sieht gut aus. Werde ich wahrscheinlich sogar nehmen. Und wir können auch wieder abfahren direkt. Und machen das jetzt auch. Ja, und sorry Leute, wenn ihr am Anfang nicht so viel gehört habt, beziehungsweise es öfters mal gestoppt hat. Das war, weil irgendwie die Aufnahme ab und zu immer gestoppt hat und sich wieder fortgesetzt hat. Fehler habe ich gefunden, ist jetzt behoben. Also jetzt dürfte es eigentlich nicht nochmal passieren. Dass ihr irgendein Teil, dass bei euch irgendein Teil übersprungen wird, der Fahrt. Ah, immer die falsche Taste. Immer die daneben, wo ich eigentlich drücken. Nächster Halt ist dann Radebeul Ost auf Gleis 2 um 15.16 Uhr. Und wir bremsen. Auch jetzt wieder etwas zu spät. Ich muss ein bisschen reinkommen mit der Lok. Ich glaube, ihr merkt es vielleicht auch. Ich bin nicht ganz drin in dieser Lok hier. Weil die bremst auch echt blöd. Und braucht echt lange. Hier, ganz links, seht ihr die Schmalspurbahnschienen. Denn hier links in Radebeul Ost fährt nämlich noch die Schmalspurbahn in Dresden. Die Dresdner Parkeisenbahn, die fährt da ganz links auf den Schmalspurgleis. Und jetzt könnten wir, glaube ich, endlich mal perfekt hier bremsen. Hier haben wir sogar ein Halteschild, das ist perfekt. Na, ich glaube, wir müssen etwas weiter vorne halten, weil wir einen ziemlich langen Zug hier haben. Na, wir sind noch nicht komplett im Bahnhof. Ich sagte ja, die Bahnhöfe sind echt, echt eng hier. Ah, wirklich knapp auf knapp hier. Bin aber noch ein Stück. So, und jetzt halten wir endgültig. Und öffnen auch die Türen hier in Radebeul Ost. Wir können ja einmal kurz gucken hier zur Schmalspurbahn. Leider hier gerade kein Zug unterwegs, wäre bestimmt auch schön anzugucken. Ich weiß auch gar nicht, ob man hier überhaupt mal die Chance hat einzusehen. Hier auch mit dem schönen alten Schild Radebeul Ost. Echt schön. Ja, und auch die Leute, die hier auf den Zug warten, können dann ab und zu auch mal hier die S-Bahn dann ansehen. Beziehungsweise die Fernverkehrszüge und alles Mögliche, was hier noch fährt. Und ihr seht bestimmt auch den Unterschied hier bei der Spurbreite. Die Schienen sind um einiges schmaler. Breite der Schienen. Und ja, genug geredet. Wir müssen wieder abfahren. Und halten dann als nächstes in Dresden-Trachau Gleis 2. Und jetzt haben wir tatsächlich mal eine Fahrt von 2 Minuten zum nächsten Bahnhof.
Und schon wieder drücke ich den falschen Knopf, aber zwischenspeichern ist auch nicht schlecht. Kann man auch mal machen. Wir wollen ja nicht, dass das hier Ganze noch abstürzt. So, und hier dürfte ganz links dann auch gleich das Ende schon der Schmalspur sein. Schmalspurbahn sein. Ja. Ihr seht, die Schienen von der Schmalspurbahn enden. Aber unsere nicht. Wir haben hier noch einiges an Strecke vor uns. Und wir müssen auch schon wieder halten. Waren echt ziemlich schnelle 2 Minuten. Und dann halten wir. Mal so ganz schnell. Boah, der Bahnhof, der kommt mir noch kürzer hier vor. Darum müssen wir, glaube ich, um dass der Zug komplett reinpasst mit der Lok, wieder aus dem Bahnhof schon ein Stück rausfahren. Wir können ja mal gucken, ob das Ganze hier passt. Das beschleunigen wir. Oh, da habe ich mich aber ganz schön verschätzt. Also wir hätten auch sogar noch einen Waggon mehr mitnehmen können, um dass wir hier reingepasst hätten. Okay, dann weiß ich Bescheid fürs nächste Mal, da ich nicht so weit reinfahren muss. Beziehungsweise über die Bahnsteigkante hinausfahren muss. Auch wenn es jetzt nicht tragisch ist. Aber ist ja schöner, wenn wir mit dem kompletten Zug im Bahnhof stehen. So, und dann geht's weiter. Und unser nächster Halt ist dann Dresden-Pieschen, Gleis 2. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel so findet, wie ihr diese Strecke so findet. Und ihr könnt ja auch mal reinschreiben, ob ihr wollt, dass ich das Ganze mal öfters mache. Hier so ein Video von so einer schönen, sehenswerten Simulation, die mal nichts mit Fußball zu tun hat, mal zur Abwechslung so. Schreibt es mal in die Kommentare, vor allem jetzt in der Bundesliga-Pause. Da werden ja dann die Live-Talks erstmal für ein paar Wochen nicht mehr kommen. Und stattdessen kann ich ja dann mal halt so eine Art von Videos hochladen. So, und so langsam fahren wir rein in die Innenstadt von Dresden. Gerade eben noch ganz schön im Dorf hier gewesen. Und ja, jetzt geht es so langsam in Richtung Innenstadt hier. In Richtung Dresden Hauptbahnhof. Können noch mal kurz gucken. Ja, sind noch ein paar Stationen, aber auch nicht mehr viele. Und jetzt sollten wir tatsächlich mal so ganz langsam hier bremsen. So, und ich denke mal, ich verbremse mich schon wieder jetzt. Wir sind um einiges zu schnell und da muss ich tatsächlich jetzt mal auf die Notbremse greifen. Also es ist echt schwierig hier perfekt zu bremsen. Ich glaube, es passt noch ganz knapp hier. Ja, mit der Notbremse. Diesmal sind wir echt viel zu weit gefahren, also diesmal viel zu doll verbremst. Also mit dieser Lok ist sehr schwer vor allem. Es ist echt schwer, auf so einem Bahnhof so perfekt zu bremsen und dann auch noch mit dieser Lok, die sich echt schwer macht zum Bremsen. Ja. Es geht besser. Aber ich krieg's irgendwie nicht hin, perfekt zu bremsen. Aber ich muss auch echt erstmal wieder reinkommen hier. In diese Simulation. Vor allem in diese Lok, die auch noch relativ schwer halt vom Bremsen und Beschleunigen ist.
Vor allem, man muss ja auch hier auf der Strecke echt oft bremsen, weil es ist ja halt eine S-Bahn-Strecke. Und das ist halt der einzigste Unterschied hier eigentlich, dass halt die S-Bahn in Dresden mehr hält als ein Regional- und Fernzug. Und ja, mehr Unterschiede gibt es da eigentlich nicht zwischen S-Bahn- und Regionalzügen. So, gleich dürfen wir nur noch 70 fahren, weshalb wir auch jetzt schon bremsen werden. Mal kurz zwischenspeichern. So, und ab dort dürfen wir dann 70 jetzt hier nur noch fahren. Und das war relativ perfekt hier. Und in dieser schönen Kurve kann man ja auch tatsächlich nochmal ein schönes Bild fürs Thumbnail knipsen. So. Oh, und wir müssen schon bremsen. Und jetzt habe ich wieder überhaupt nicht aufgepasst. Ach, Mann. Ich krieg's halt einfach nicht hin. Hier vernünftig mal zu bremsen. Und ihr hört das Quietschen. Wir halten echt hier genau vor dem Signal. Ach Mann. Das ist ganz schön ärgerlich. Oh, aber der Anblick ist doch schön. Der Anblick ist schön. Ich kriege hier die ganze Zeit Minuspunkte für die Beförderungsqualität, obwohl wir hier gerade nur am Bahnhof stehen. So, und wir können auch schon mal wieder auf 80 km/h hochschalten, die AFB, weil wir dürfen ab da vorne schon wieder 80 km/h fahren. Und wir dürfen auch jetzt losfahren. Und jetzt. Unser nächster Halt ist dann Dresden-Neustadt Gleis 2. Und ab da sind wir dann offiziell in der Innenstadt in Dresden. Da können wir es dann offiziell sagen. Und Leute, die nächste gute Nachricht ist, es ist endlich mal ein Bahnhof, der auch eine angemessene Länge zum Bremsen hat. Und wenn ich mich hier jetzt verbremse, dann weiß ich auch nicht mehr. Obwohl, so viel länger ist er jetzt auch nicht, aber schon ein kleines Stück. Und ihr merkt, sieht danach aus, als wenn ich tatsächlich perfekt hier bremse. Perfekt. Da könnt ihr mal sehen, was dieses kleine Stück mehr Länge ausmacht. Auch hier sind die Schienen tatsächlich, glaube ich, wieder ein Ticken schräg. Aber es macht ja nichts aus. S1 nach Schöner und jetzt ist es hier auch endlich mal richtig zu sehen. S-Bahn Dresden. So, unser Aufenthalt hier ist schon wieder beendet. Wir können wieder losfahren und machen das jetzt auch direkt. Oh, das war ein bisschen doll. Vielleicht hätte ich mir lieber eine andere Baureihe auswählen sollen, weil das ist echt vom Fahrgefühl her, vom Fahren her, vom Bremsen und alles Mögliche ist die Baureihe ehrlich gesagt Müll. Auch wenn es sehr gut aussieht von außen, vom Fahren her nicht wirklich gut. So, und unser nächster Halt ist dann Dresden Mitte auf Gleis 2. So, und jetzt könnt ihr die schöne Dresdner Innenstadt hier mal sehen.
mal kurz wieder zwischenspeichern hier. Und ihr merkt, jetzt läuft's etwas besser als zum Anfang. Es ist ja auch erstmal eine Umstellungssache, sowas hier auf YouTube aufzunehmen, so eine Fahrt. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und jetzt bremsen wir auch hier ganz sanft. Und es sieht wieder danach aus, als wenn wir tatsächlich jetzt mal auf dem kurzen Bahnsteig hier sehr gut bremsen. So ist es. Können wir mal gucken, wie viel Platz wir hinten dann noch hätten. Also das war doch jetzt echt mal eine perfekte Bremsung hier. Aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch relativ früh schon abgebremst. Bin dann lieber ein bisschen paar Meter mit 60 km/h weitergefahren. Und wir fahren ab. Und unser nächster Halt ist dann Dresden-Freiberger Straße auf Gleis 2. Nicht verwechseln mit Freiburg, es ist Freiberger Straße. Sounds sind auch nicht optimal bei dieser Lok hier. Weil erst dieser ganz hohe Ton kommt und dann direkt so abgehackt der Ton sich ändert, der Sound der Lok. Also da gibt es echt Besseres. Aber wir können ja in den nächsten Folgen dann auch gerne dann ein paar andere Dinge mal fahren. Vielleicht auch dann mal eine Strecke mit dem ICE oder irgendwas anderes. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ein paar Vorschläge, was ich als nächstes fahren soll. Hier im Train Simulator. Und da steht eine, ich glaube, S1. Aber auch wieder in die Gegenrichtung. Mit einer Baureihe 146 dran. Wir fahren die 101 und nebenan ist die 146. Und auch das war eigentlich wieder eine perfekte Bremsung hier. Ja, wie ich mir schon gedacht habe, eine S1 nach Meißen-Triebitschtal, also genau in die andere Richtung. Der hat noch ein bisschen mehr Strecke jetzt vor uns als vor sich als wir, denn wir haben ja nur noch, ich glaube, eine Station. Ja, tatsächlich, nächste Station ist schon Ende. Ging echt schnell, dafür, dass es 25 Minuten sind. Plus die Verspätung. Daran merkt man ja, dass es relativ viel Spaß macht, wenn es schnell umgeht. Ich hoffe, bei euch ging es auch schnell um. Weil dann, wenn es bei euch schnell umging, dann merkt ihr ja wahrscheinlich auch, dass es euch Spaß gemacht hat. So, und hier steht, dass wir gleich in Kürze nur noch 60 km/h fahren dürfen. Darum schalten wir schon mal die AFB runter auf 60. Kurz abspeichern, weil hier leckt es manchmal extrem vorm Hauptbahnhof. Und da kann es auch mal zu Abstürzen kommen. So, meine lieben Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Dresden Hauptbahnhof Gleis 13. Für uns ist dann hier jetzt Ende. Für den Zug aber noch nicht. Der Zug fährt dann noch weiter nach Schöner. Aber für uns ist Ende. Wir werden dann abgelöst von einem Kollege. Also für uns endet dann die Fahrt hier am Hauptbahnhof. Wir fahren im Gleis 3, in Gleis 13 ein, also oben am Dresden Hauptbahnhof. Dresden Hauptbahnhof ist jetzt nicht der größte Hauptbahnhof, nicht vergleichbar mit dem Berliner Hauptbahnhof, aber auch irgendwie schön, so einen kleinen Hauptbahnhof in der Stadt zu haben, wo es nur ein paar Gleise oben gibt und ein paar Gleise unten. Und der Bahnhof ist auch natürlich richtig lang hier. Und ja,
Ist etwas übersichtlicher hier, der Hauptbahnhof, weil hier gibt es halt nur die beiden Möglichkeiten oben, dass hier die Züge fahren, oder halt unten, alle nebeneinander. Im Berliner Hauptbahnhof ist das Ganze ja etwas komplizierter, da gibt es ja den Hauptbahnhof tief mit mehreren Gleisen und dann noch oben die ganzen Hauptbahnhofgleise und dann auch dazwischen noch ganz viele Zwischenetagen, wo es Läden, Essensstände und alles Mögliche gibt, Restaurants. Das ist auch ab und zu mal relativ schwer, seinen Zug zu finden am Berliner Hauptbahnhof, aber ich denke mal, hier wird es relativ schnell gehen, seinen Zug zu finden, beziehungsweise sein Gleis. Weil hier gibt es ja eigentlich quasi nur Hauptbahnhof und nicht irgendeinen Hauptbahnhof tief, außer das kleine hier unten. Aber es macht ja nichts aus. Und so, wir öffnen jetzt die Türen und dann sind wir angekommen hier in Dresden Hauptbahnhof. Und für uns endet hier die Fahrt, wie gesagt. Und hier löst uns jetzt ein Kollege ab, der anscheinend unsichtbar ist. Spaß. Ja, ein Kollege löst uns jetzt ab. Für uns endet das Ganze jetzt hier. Wie ihr seht, hier gibt es auch noch eine Endhaltestelle genau von der anderen Seite. Also hier enden halt Züge aus dieser Richtung hier und halt auch Züge aus der anderen Richtung. Szenario abgeschlossen, gut gemacht. Ja. Dafür, dass wir relativ viel Verspätung haben, haben wir es ja wenigstens hingekriegt, nicht noch mehr dazu zu bekommen. Und hier jetzt ganz links gegenüber von uns auf dem Gleis, ich glaube 2 ist es, steht ein IC bereit zur Abfahrt und der fährt von Dresden nach Köln Hauptbahnhof über Leipzig, der IC 55 von Dresden nach Köln. Interessant. Was haben wir denn hier noch? Hier steht gar nichts dran hier unten. Hier haben wir eine S3, auch eine S-Bahn, aber eine S-Bahn hier unten fährt nach Freiberg in Sachs. Freiberg habe ich schon mal gehört, weiß ich jetzt aber nicht direkt genau, wo es ist. Ja, das war's dann und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und euch allen noch einen schönen Tag.